Hochgeschätzter und lieber Freund, Herr Liebherr, sehr geehrte Mitglieder des Organisationskomitees, liebe Freunde, Verehrer der Jungfrau und Gottesmutter Maria, Kongressteilnehmer, gelobt sei Jesus und Maria. So grüßen sich gegenseitig die Katholiken in meiner Heimat Bosnien und Herzegowina von alters her. So begrüße und zwar vom Herzen auch ich Sie alle, weil Sie im Großen und Ganzen meine Heimat, mindestens einen Teil von ihr, Herzegowina, ich nehme an, gut kennen. Danken muss und will ich auch Ihnen für Ihre liebevolle Einladung an diesem Jubiläumskongress. 40 Jahre Medjugorje, aktiv das Wort zu ergreifen. Ihre Einladung an mich ist ein klares Zeichen der Vorsehung Gottes und der mütterlichen Liebe der seligen Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens. Zugleich ist ein erkennbares Zeichen ihrer Glaubwürdigkeit als der Jünger Christi und ihrer Bereitschaft, für die Anregungen des Heiligen Geistes offen und empfindlich zu sein. Sie bemühen sich, bewusst dafür zu entscheiden, bekennende Christen sein zu wollen und den Mut zu haben, sich von ihrer Umgebung, wenn nötig, zu unterscheiden. Sie wollen jede Gelegenheit, auch diese, nützen, um zu erfahren, wie der Glaube ihr Leben bereichert, wie er in ihnen zuverlässige Treue und Lebenskampf bewirkt, wie er ihre Hoffnung stärkt, besonders gegen den Ansturm jeder Art von Pessimismus, Indifferentismus, Egoismus und Verweltlichkeit, wie er sie zu einem überlegten Engagement für eine neue Belebung der Liebe zur Kirche und für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit und wahren Frieden in den Herzen der Mitmenschen und in der ganzen Welt motiviert. Gemeinsam mit der Kirche Christi bekennen auch Sie Ihren Glauben an den Heiligen Geist, den Geist des Vaters und des Sohnes. Wenden Sie sich mit der Kirche an ihn, erwarten ihn und rufen ihn an. Gemeinsam mit der Kirche wenden auch Sie sich an ihn auf Ihrer irdischen Pilgerschaft und bitten ihn ständig, dass Ihr christliches Leben und Ihre Taten rechtschaffen werden aufgrund seines Wirkens. Gemeinsam mit der Kirche bitten auch Sie um die Freude und den Trost in Ihrem Alltag, mit der gläubigen Überzeugung, dass dies nur er spenden kann, indem er, Heiliger Geist, in die Tiefe Ihres menschlichen Herzens hinabsteigt. Nun erlauben Sie mir einiges über die dramatische Situation der katholischen Kirche in meiner Heimat bzw. besonders in meiner Diözese Ihnen zu sagen. Einsatz für die Menschenrechte während des Krieges zuerst. Als Ihr Bruder in demselben christlichen Glauben und in derselben Taufgnade fühle ich mich in dieser für mich einmaligen Gelegenheit verpflichtet und veranlasst, mit Ihnen gemeinsam einige von meinen Freuden und Hoffnungen, von meinen Sorgen und Trauern zu teilen. Dankend Ihnen im Voraus, dass Sie mich liebevoll anhören und so hoffe ich auch etwas davon beherzigen. Keiner von uns hat weder die Zeit noch die Haut, in welcher er lebt, gewählt. Auch ich nicht. Als gebürtiger Banja Lukaner mit sehr alten Wurzeln, als Angehörige der dortigen katholischen Kirche, die durch mehrere Jahrhunderte der türkischen Herrschaft eine wahre Märtyrerkirche geworden ist, bin ich von meinen tiefgläubigen Eltern in einer kinderreichen Familie geboren und aufgewachsen. Danach geschult, teilweise in dem damaligen kommunistisch-atheistischen Staat und teilweise im deutschsprachigen Raum. Als Bischof seit dem Jahr 1985
hatte ich noch die starke Behinderung der freien Tätigkeit der Kirche von der Seite der kommunistischen Regierung miterlebt. Danach Zerfall des damaligen unmenschlichen Staates und Morgenröte der kurz andauernden Freiheit, verbunden mit den ersten demokratischen Wahlen. Dann kamen auf uns wie eine furchtbare, niederschmetternde Lawine der aufgezwungene stellvertretende Krieg der Großmächte zu. Ein Beispiel der großen Kriegstragödie in meiner Heimat und besonders der dortigen Katholiken in meiner Diözese und in benachbarten Erzdiözese Sarajevo ist besonders klar zum Ausdruck gekommen, wie eigentlich der heutige europäische Mensch in Gefahr ist. Nämlich der Mensch, der den Sinn seines eigenen Lebens aus den Augen verliert und sich nur noch als Produzent und Konsument egoistischer Bedürfnisse versteht, verspielt leicht seine sozialen Beziehungen und konsumiert am Ende sich selbst. So viel, liebe Freunde, über die Situation der Katholiken in meiner Heimat und meiner Diözese. Nur noch einige Worte über die Stellung von Medjugorje im Rahmen der Neuevangelisierung. Wir sind die Zeugen, dass in unserem Zeitalter eine gewisse areligiöse Modernität und Mentalität sich besonders in einigen Teilen der Welt ausbreitet und will immer mehr auch herrschen, in der Meinung gründet, es genüge, alle reich zu machen und den ökonomisch-technischen Fortschritt fortzusetzen, um den Menschen mehr Mensch werden zu lassen. Aber eine seelenlose Entwicklung kann den Menschen nicht befriedigen. Der übermäßige Wohlstand ist schädlich wie die übermäßige Armut. Wenn der Sinn für Gott schwindet, wird auch der Sinn für den Menschen bedroht und verdorben. Bereits das Zweite Vatikanische Konzil stellte lapidar fest, denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts. Überdies wird das Geschöpf selbst durch das Vergessen Gottes unverständlich. Gaudium et Spes 36. Wenn der Mensch wirklich lebt, als ob es Gott nicht gäbe, so kommt ihm nicht nur der Sinn für das Geheimnis Gottes, sondern auch für das Geheimnis der Welt und seines eigenen Seins abhanden. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen führt unvermeidlich zum praktischen Materialismus, in dem der Individualismus, der Utilitarismus und der Hedonismus gedeihen. Auch hier offenbart sich die ewige Gültigkeit dessen, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört, steht im Römerbrief. Das haben wir, liebe Freunde, und wie dramatisch bereits erleben können während des Krieges und Kriegstragödie in unserem Lande. Auf diese Weise werden die Werte des Seins durch jene des Habens ersetzt, so entsteht, dass das einzige Ziel, auf das es ankommt, die Erlangung des eigenen materiellen Wohlergehens ist. Die sogenannte Lebensqualität wird vorwiegend oder sogar ausschließlich als wirtschaftliche Leistung, hemmungsloser Konsumismus, Schönheit und Genuss der physischen Lebens ausgelegt, wobei die tiefreichenden Dimensionen des menschlichen Daseins in Vergessenheit geraten, verkümmern. Wenn der Mensch die Sehnsucht nach Glück, die ihm das Herz verbrennt, stillen möchte, dann muss er seine Schritte zu Christus hinlenken. Christus ist nicht weit von uns. In Wahrheit ist unser Leben hier auf Erden eine ständige Begegnung mit Christus. Mit Christus, der gegenwärtig ist in der Heiligen Schrift, als das Wort Gottes, in seinen Dienern, als Lehrer, als Priester und als Hirte, der gegenwärtig ist im Nächsten
und insbesondere in den Armen, in den Kranken, in den Ausgeschlossenen und Entrechteten, die seine leidenden Glieder sind, ebenso mit Christus, der gegenwärtig ist in den Sakramenten der Kirche, in welchen sich sein Heilswirken fortsetzt, schließlich mit Christus, dem Gast in unserem Herzen, in dem er wohnt, in dem er sein göttliches Leben mitteilt. Dabei sollen wir vor Augen haben, dass Christus nicht nur der gute Meister, der uns die richtigen Lebenswege auf dieser Erde weist. Er ist zugleich auch der wahre Zeuge für jene endgültige Bestimmung, die der Mensch in Gott selbst hat. Er ist der Zeuge für die Unsterblichkeit des Menschen. Unsterblichkeit des Menschen. In seiner Auferstehung ist Christus endgültiger Sieger über den Tod, aber auch das ständige Zeichen des Widerspruchs geworden gegenüber allen Programmen, die unfähig sind, den Menschen über die Grenzen des Todes hinauszuführen. Und mit dieser Grenze schneidet sie sogar jede Frage des Menschen nach Wert und Sinn seines Lebens ab. Angesichts all dieser Programme, Weltanschauungen und Ideologien wiederholt Christus immer wieder: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Kirche Christi darf sich dem ausdrücklichen Auftrag Christi nicht entziehen. Nicht vorenthalten darf sie den Menschen die frohe Botschaft, dass sie, das heißt die Menschen von Gott, geliebt und gerettet sind. Jede, auch neue Evangelisierung, wird immer eine klare Aussage enthalten, dass in Jesus Christus jedem Menschen das Heil angeboten ist. Und zwar als Geschenk der Gnade und Barmherzigkeit Gottes selbst. Die neue Evangelisierung hat Christus, den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen, zum Gegenstand. Durch ihn ereignet sich die volle und echte Befreiung von Bösen, von der Sünde und vom Tod. In ihm schenkt Gott das neue Leben, das heißt ein göttliches und ewiges Leben. Die Neuevangelisierung, welche dieses Jahrhundert zu einem Frühling des Evangeliums machen kann und soll, wird weitgehend davon abhängig sein, in welchem Maße sich die Laien ihrer Taufberufung und ihrer Verantwortung für das Evangelium Jesu Christi bewusst sind. Die Laien. Oft sind es heute in erster Linie die Laien, die sich darum bemühen, die Lehre der Kirche auf die in ihren Gemeinschaften oder jeweils auf nationaler Ebene auftretenden ethischen, moralischen und gesellschaftlichen Fragen anzuwenden. Die spezielle Aufgabe der Laien ist und muss sein, die Neuevangelisierung der Ehe und Familie, der Jugend, der Kultur und des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Dazu brauchen sie notwendig die entsprechende Führung und Ermutigung von der Seite der Bischöfe und der Priester, sowie auch der Ordensleute, die stets in Einheit mit ihrer Ortskirche, aber auch mit der Universalkirche handeln sollen. Selbstverständlich ist es zu erwarten, dass wir alle, Klerus, Ordensleute und Laien, gut wissen, dass der Heilige Geist immer so auch für unsere Zeit die Hauptkraft der Neuevangelisierung ist und dass auf der Wirkung des Geistes auch die Einheit unter den Mitgliedern der Kirche Christi beruht. Ebenso ist es zu erwarten, dass wir alle wissen, wie die Jungfrau Maria, von Gott dem Vater auserwählt und bestimmt, war die Mutter des Erlösers der Menschheit zu sein, ihr ständiges Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist als Folge hatte. Und zwar durch all die Etappen ihrer mütterlichen Rolle gegenüber dem menschgewordenen Gottes Sohn Jesus Christus. Maria fährt auch fort,
die ihr von Christus anvertraute Mutterschaft in der Kirche auszuüben. In dieser mütterlichen Sendung tritt die niedrige Magd des Herrn nicht in Konkurrenz zu der Rolle des Heiligen Geistes. Im Gegenteil, sie ist vom Geist selbst berufen, in mütterlicher Weise mit ihm zusammenzuwirken. Er ruft im Gedächtnis der Kirche fortwährend die Worte Jesu an seinen Lieblingsjünger Johannes: Wach, siehe deine Mutter, und lehre die Gläubigen ein, Maria zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Maria als Mutter und wertvolle Vermittlerin bei ihrem und Gottes Sohn ruft allen Gliedern der Kirche als den Dienern der ganzen Menschheit zu: Tut, was er, das heißt mein Jesus, euch sagt. Maria galt und gilt in der Kirche als Frau, die der Stimme des Heiligen Geistes gehorsam ist, als Frau der Stille und des Zuhörens, als Frau der Hoffnung gegen alle Hoffnung. Sie wurde in der jüngsten Zeit in der Kirchengeschichte vom heiligen Papst Paul VI. Als Stern der Evangelisierung bezeichnet. Wenn wir nun all das Gesagte als ein kostbares, einmaliges, heilsbewirkendes Angebot Gottes an die Menschen unserer Zeit, an die 40-jährige Praxis der liturgischen Pastoral und mit ihr verbundenen, unzähligen, weltweit verbreiteten geistlichen Früchte in einem der jüngsten weltbekannten Marienheiligtümer Medjugorje und mit seiner Rolle bei der Neuevangelisierung anwenden, dann können wir mit Recht behaupten, dass Medjugorje eine hohe, in mancher Hinsicht Bekehrungen, Beichten, geistliche Berufe zum Beispiel nur, besonders kostbare Stellung bekleidet. Besonders kostbare Stellung bekleidet. Diese und solche Stellung verdient mit Recht entsprechende klare und entschiedene Beherzigung und auch Unterstützung von der Seite der gesamten Kirche, insbesondere von der Seite der verantwortungsvollen kirchlichen Autoritäten. Liebe Freunde, Kongressteilnehmer, ich danke Ihnen, Ihnen besonders als Marienverehrer, dass ich Ihnen all das vortragen durfte. Gelobt sei Jesus und Maria.